9 Tage sind schon her, wo ich auf dieser Scheißinsel gestrandet bin und ich lebe noch, es geht mir gut, ich habe ein bisschen Halluzinationen, ich habe ein bisschen Durchfall, meine Pisse ist ein bisschen komisch, aber es haltet sich noch in Grenzen. Ja, ich fühle mich halbwegs gut, mein Leben geht auch langsam nach oben, schaut mal, 9 Tage, habe ich 8 Tage gesagt? Keine Ahnung, ich bin schon ein bisschen durcheinander. Ja, und weiter geht's mit Stranded Deep. Ja, willkommen, ich bin Howlgaming, solltet ihr wissen. Und weiter geht's. Wir machen wieder weiter. Ihr solltet wissen, wenn ihr diesen Part jetzt seht, ja, das muss ich jetzt einfach sagen, wenn ihr diesen Part jetzt seht, habe ich all die anderen Folgen bisher auch aufgenommen. Ich glaube, ich sitze gerade wirklich ungefähr 4 Stunden oder so, 3, irgendwie 4 Stunden an Stranded Deep. Ja, das ist echt krass, dass ich so lange dieses Spiel hier mache. So, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen Wasser, das gesammelt worden ist. Aber es macht einfach so Bock, Leute. Es macht einfach so Bock. So, jetzt habe ich hier wieder ein bisschen Wasser. Das machen wir dann hier auch gleich drauf. Bucket Fresh Water. Dann Fresh Water ist immer besser als dieses Meerwasser. Ja, Meerwasser ist nicht so schön. Meerwasser, nee, da kotzt man. Das lässt sich auch irgendwie nicht so leicht abkochen, so schnell. Ja, ist mir aufgefallen. So, was wir jetzt machen werden, ist einfach mal dieses Wasser kochen lassen. So, das ist Nummer 1. Was wir jetzt noch machen werden, ist, ich habe ja eigentlich genug Essen und Trinken. Mein Leben ist sogar auf 3. Das ist super. Ich regeneriere mich langsam wieder. Ich nehme jetzt noch ein paar Kokosnusshälften und esse mal einfach. So, aufpassen, dass die nicht gespoilt sind. Ne? Es gibt welche, die sind gespoilt und habt ihr ja gesehen, hoffentlich, was mit denen passiert. Da habe ich die einfach weggeschmissen. Ja? Dann habe ich die einfach weggeschmissen. So, bauen uns jetzt noch hier ein Lashing. Ich werde mir nämlich noch mehr craften. Ich werde mir noch einige Sachen hier noch bauen. Ich habe eigentlich alle Sachen, die ich brauche. Ja, aber ich will noch mehr. Ja? Ich will mir noch ein paar coole Sachen bauen. Und ich habe da noch nur so eine kleine Vision. Ja, ich möchte nämlich jetzt ein Haus am Wasser. Ja, ich möchte ein Haus am Wasser. Und das werde ich mir jetzt noch machen. Aber noch nicht jetzt. Denn ich bin die ganze Zeit hinter diesem fucking Motorboot her. Ja, ich bin die ganze Zeit hinter diesen her. Ich brauche eine Engine Pump, ich brauche noch einen Kanister, Propeller und so. Habe ich ja schon. Ich brauche noch ein paar Sachen. Ja, ich brauche noch ein paar Sachen. Und da bin ich jetzt hinterher. Da bin ich gerade voll heiß drauf, dass ich mal so ein Boot haben kann. Da bin ich gerade richtig scharf drauf. Diesen Hobosthof ist ein Scheiß. Brauche ich nicht. Ja, und außerdem könnt ihr auch noch so ein paar Dinger hier gebrauchen. Ich möchte aber auch gerne hier anschließend noch bauen. Ja, ich möchte hier noch alles hier noch bauen. Vielleicht mache ich mir hier noch eine Hütte unten. Ja, ich muss ja nicht nur eine Hütte oben bauen. Ich will auch eine Hütte, die halt eben so am Boden ist. Und da brauchen wir jetzt auch einfach wieder ganz viel Holz. Oder auch halt eben solche Scrap und da und Ding und hin und her. Und das werde ich mir jetzt auch holen. Ich werde jetzt alle Sachen, die ich nicht brauche, da lassen. Gleichzeitig werde ich auch noch ein bisschen auf Erkundungstour gehen. Kompass brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Warte mal, den Kompass, damit ich ihn nicht verliere, machen wir hier oben hin. So, machen wir ihn in meine Hütte rein. Lass mich hier am Bett. So, hier am Bett. Ey, mein fucking Bett hat meinen Kompass gefressen. Ey, wo ist mein Kompass hin? Nein! Das gibt's doch nicht. Da ist es. Da ist er. Komm, Kompass. Nein, ich will mich nicht wieder hier irgendwo reinbacken oder so. Scheiße, Mann. Ich wollte doch nur meinen Kompass aufs Bett schmeißen. Das war dumm. Ich hätte doch nicht wissen können. Da, Kompass. Wo ist er? Hier, Kompass. Jawohl. Ich hätte doch nicht wissen können, dass das so passiert. So, schmeiß mal den Kompass mal dahin. Brauchen wir nicht. Yucca. Machen wir mal hier hin. Aufräumen könnte ich eigentlich ja auch, ne? Ich könnte eigentlich schon aufräumen eigentlich. So, ich räume jetzt auch mal auf, damit das hier nicht so scheiße aussieht. Ich räume mal ein bisschen auf. Das muss ja ordentlich sein, falls ich Besuch bekommen würde. Ja, ich bekomme Besuch bald. Ich bin mir sicher. Ich spüre es. Ich bekomme Besuch. Sie werden mich eines Tages finden. Sie werden mich finden. Ob es Menschen sind, ob es Aliens sind, ob es ein Hai wird. Irgendwas wird mich auf jeden Fall finden. So, wir werden das Ganze jetzt in mein Haus packen. Für was habe ich ein Haus? Für was habe ich ein fucking Haus? So, das ist jetzt hier. Ne, das ist ja hier für die ganzen Dinger da. Dann mache ich das hier so hin. Ne? Hier so. Ne, ich mache es unter das Haus. So. Obwohl, eigentlich könnte ich diese Kokosnuss-Dinger, diese ganzen Kokosnüsse auch hier hin so machen. So aufreihen. So. Wunderbar. Habe ich Hunger? Nö, aber ich nehme mal eine mit. So, dieses ganze schwere Zeugs und Crafting-Zeugs. Machen wir jetzt alles hier noch hin, denn hier werde ich ja jetzt weiterbauen. Also, Steel-Scrap. Hier noch das. Da werde ich jetzt nämlich weiterbauen. Mein Speer kann ich auch da lassen, den lasse ich hier in dem Feuer. Hier ist es noch am Smoken, mein Fisch. Ist er jetzt gesmoked? Yes, mein Fisch ist gesmoked.
Das ist super. Denn dieser gesmokte Fisch wird jetzt immer essbar sein. Das ist gut. Der kann nämlich nicht mehr... der kann nicht mehr kaputt gehen. Das ist schon fein. Das ist schon eine feine Sache. So, hier haben wir noch diese Palm-Dinger hier irgendwie so. Keine Ahnung. Macht das hier so oben irgendwie so hin. Ja, das bleibt auch so. Nicht ganz, aber okay. Dekoration. Ah, ist runtergefallen. Ach, scheiß dort am Hund drauf. Ist doch egal, wie es hier aussieht. Ist mir wurscht. Ist es wichtig, wie es hier aussieht? Nö. Gut, Yucca lassen wir noch da. Moment, das lassen wir noch hier. So, ich muss auch immer wieder gucken. Hier habe ich meine ganzen Steine. Hier habe ich noch eine Bandage. Okay. Jetzt wird's Nacht. Ah, scheiße, jetzt wird's Nacht. Das ist nicht gut. Nacht ist nicht gut. Ich gehe nochmal schlafen kurz, denn ich wollte eigentlich los. Und, warte mal, habe ich jetzt hier Bucket Fresh Water. Hold to interact. Ich habe jetzt wieder frisches Wasser. Ne? Ist es wieder frisch? Und ich kann es trinken. Schön. Und dann legen wir es wieder zurück hier zum... Ja, zum Wasser wieder collecten. Ne? Dann haben wir gleich zwei, die das collecten. Das ist schön. So, wir gehen kurz schlafen. Speichern davor. Schlafen. Und jetzt werde ich mich wieder in eine andere Richtung begeben. In eine andere Richtung Insel. Ja? Ich glaube, in diese eine Richtung, wo die ganzen fetten Steine sind, ist dahinter ja noch eine Insel. Und diese Insel werde ich mir jetzt anschauen. Aber die Uhrzeit ist nicht so toll. Ich bin auch wieder voll durstig. Egal, dann gönnen wir uns einfach mal kurz noch einen Schluck Wasser. So. Und, regnen soll es auch bald. Das ist schön. Dann essen wir noch mal ein bisschen das hier. So. Und die sind auch noch gut. Essen. Schön. Ja, somit werde ich einiges überleben eigentlich. Aber warte mal. Ich trinke noch lieber. Ich bin nämlich sicher ein Weilchen weg. So, und dann collecte mal das Wasser. Jetzt habe ich endlich gecheckt, wie das funktioniert. Gut, alles klar. So, also mein Ziel ist jetzt noch einfach alles mögliche zu sammeln, was ich so brauche. Und Holz und Ding und alles. Und am besten aber auch noch so Sachen, die ein bisschen seltener sind. Ja, am besten Sachen, die seltener sind. Wie spät haben wir es? Wir haben es 4.10 Uhr. Also bald sollte es auch mal hell werden. Aber, wie gesagt, ich will mir erst noch ein paar Sachen bauen. Deswegen werden wir jetzt hier einfach noch mal ein bisschen Holz einfach hacken und auch Bäume noch ein bisschen kaputt machen und so weiter. Und ich labe einfach mal so ein bisschen Scheiße. Ja, ich labe einfach nur mal ein bisschen Zeugs. Und zwar, wie gefällt euch deine Idee bis jetzt? Ja, labert mal ein bisschen mit mir. Findet ihr das interessant? Findet ihr das cool? Ich finde Survival-Spiele geil. Ich weiß nicht, Survival-Spiele machen süchtig. Survival-Spiele sind einfach immer Hammer. Ja, ich habe einfach immer Bock zu gucken, wie lange kann ich überleben und so weiter und hin und her. Und das Spiel bis jetzt fesselt mich so sehr wie kein anderes Survival-Spiel. Ja, das finde ich schon heftig. Und nicht mal Heinz Zellerns. Heinz Zellerns hatte mich auch sehr viel gefesselt damals. Aber dann ist es einfach scheiße geworden. Aber man weiß nie. Es kann auch sein, dass dieses Spiel auch mal irgendwann scheiße wird für mich. Man weiß es ja nicht. So, jetzt habe ich haufenweise diese Dinger da. Machen wir noch ein Palm Tree noch kaputt. Machen wir da noch ein paar Woodsticks mit. Und dann, keine Sorge, ich werde jetzt nicht nur die ganze Zeit hier Holz hacken und da und hin und her. Ich werde dann auch gleich dann auf Erkundungszug gehen. Ja, ich mache jetzt ein bisschen Holz hacken hier. Und dann gehe ich auf Erkundungszug. Dann schaue ich mir noch die eine Insel an, die hinter der anderen Insel ist. Und dann, ja, schauen wir mal, ob da irgendwas bei rauskommt. Mal gucken. Es gibt nämlich so viel noch zum Entdecken hier. Ja. Schon krass, mein Leben geht auch. Ja, mein Leben geht langsam hoch. Langsam und stetig geht mein Leben wieder hoch. Das freut mich, ja. Das heißt, ich werde nicht sterben. Das ist super. Ich habe nämlich davor wirklich voll Schiss gehabt, dass ich drauf gehe. So, mal schauen, ob ich vielleicht hier auch jetzt schon irgendwas bauen kann. Mal schauen, ob ich jetzt auch hier schon irgendwas machen kann. So ein bisschen, dass man so ein bisschen eine Idee bekommt, was jetzt hier so noch gemacht wird. So, und zwar möchte ich mir hier unten einfach nur so eine normale Hütte bauen. Ja, ich habe keinen Bock auf eine Hütte, die jetzt nach oben geht wieder. Ich will mir eine normale Hütte bauen. Aber dafür, nee, oder? Wo habe ich jetzt meinen Hammer? Scheiße, habe ich jetzt meinen Hammer getan? Ja, seht ihr, das passiert, Leute. Genau das passiert, wenn man nicht aufpasst, wo man seine Sachen hinlegt. Ich weiß nicht, wo mein Hammer jetzt ist. Und ohne Hammer kann ich nichts machen. Hier ist er. Hammer. Aufpassen, denn den werde ich nicht mehr so schnell da hinlegen. So schnell wird dieser Hammer nicht mehr da liegen. Holy shit, jetzt bin ich hier zu stocken. So, und zwar braucht man eine Floor.
Aha, existing Ding. Also ich kann einfach nicht auf dem Boden das machen, ne? So ein Floor kann man nicht einfach auf dem Boden machen. Warte mal, kann ich da vielleicht ein Dach bauen? Doch, wartet mal. Da steht nämlich irgendwas Komisches. Floor. Moment. Ja, ich kann mir ein Dach über die Hütte bauen. Bin ich behindert, Alter? Das geht. Schaut mal. Das geht ja sogar. Geiler Scheiß, Mann. Ich bin so behindert. Das geht. Und ich sage doch vorbei, ist wohl scheiße, dass es nicht geht und so. Es geht ja. Guck mal. Es geht. Geil. Jetzt gefällt mir das Spiel noch mehr. Jetzt gefällt mir das noch mehr. So, hier haben wir noch einen Driftwood-Stick. Hier. Und jetzt habe ich ein Dach über meinen Kopf. Ist das nicht was Schönes? Ist das nicht einfach nur schön? So, aber ich habe hier noch... Ich brauche noch Holz. Dann kann ich das Ganze hier fertig bauen. Geil, Alter. Wusste ich nicht. Ja, man lernt dazu. Man lernt dazu. Eben für die Joker. Schön, dass das Ganze nachwächst. Finde ich geil, dass das echt in einer Zeit wieder nachwächst und man nicht irgendwie wieder auf 10.000 andere Inseln muss. Das wächst also nach. Das ist schön. So. Vielleicht finde ich auch eines Tages raus, wie man hier Sachen anpflanzt. Ne? Das wäre auch schön. Wenn ich das eines Tages rausfinden würde. Warte, ich glaube, das ist auch Joker. Ja, auch Joker. Mitnehmen. Mitnehmen. Anscheinend wird das doch ein Crafting-Video. Ne? Ein Crafting- und Sammelvideo. Stick, hernehmen. Ja, damit. Brauche ich ja. Vielleicht bin ich ja hier. So. Haben wir hier noch irgendwo? Ne, aber Holz. Ja, Holz wird dann natürlich ein bisschen blöd. Irgendwann hast du alle Bäume auf deiner Insel kaputt gemacht und musst dann irgendwo, keine Ahnung wohin, um die Reiter zu holen. Ja, das ist halt doof. So, hau rein. Ja, aber noch ein paar Kokosnüsse. Sehr schön. Kokosnuss, Kokosnuss, Kokosnuss. Mir geht's gut. Mein Leben erhöht sich immer mehr und mehr. Das ist super. Ich war ja schon sehr am Rande des Todes. Ich war sehr am Rande des Todes. Das war nicht mal lustig. So. Und weiter geht's. Auch schon meine ganze Schminke hier ist verschmiert in mein Gesicht. Aber steht mir irgendwie. Opa. Der war laut. Nein, meine Axt ist kaputt. Aber ich hab die nächste Axt. So. Schön. Deswegen ist wichtig, immer Ersatz zu haben. Nicht nur eine Axt, sondern zwei Äxte. Und Woodstickies. So, das wird eh dann gleich reichen. Aber ich mache jetzt mal einfach alles kaputt. Ohne Scheiß, mir gefällt das so sehr, das Spiel. Heftig. Ich werde mir dann unten noch ein Haus bauen, aber. Aber das ist auch irgendwie dumm. Da steht Wall. Weißt du? Nee, Floor. Floor. Floor ist für mich aber keine Decke. Floor ist für mich Boden. Einen Boden machst du nicht oben hin. Aber warte mal, vielleicht kann ich auch eine Treppe machen und ein zweistöckiges Haus bauen. Das würde mich jetzt interessieren, ob das geht. Das werden wir auch gleich rausfinden. Das wäre schon geil. Wenn ich dann oben weiterbauen kann. Dann könnte ich mir einen Turm bauen. Dann habe ich ein Ziel. Dann baue ich mir so einen Turm. So einen fetten Turm baue ich mir dann. Und es wird auch nicht einfach, Leute, denn bald, oder beziehungsweise es läuft auch schon sicherlich Scrap Mechanic, wenn dieses Video kommt. Da habe ich auch voll Bock auf Bauen. Ja, ich bin echt verrückt drauf, Sachen zu bauen. So, Moment. Ich muss kurz meinen Hammer ausrüsten. So, und dann gehen wir hier noch hin und dann eine Step. Mal schauen, ob ich mir wirklich hier eine Step... Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht. Aber ich komme nicht hoch. Muss ich halt so springen, so ein bisschen. Aber es geht. Fuck me, es geht. Und dann kann ich hier so hoch. Geil. Kann ich jetzt oben weiterbauen? Ich denke schon, oder? Warte. Ja, ich müsste aber auch eine Foundation hier nach unten bauen. Hier so daneben hin eigentlich. Ne? Eigentlich. Eigentlich. Aber das lässt mich ja nicht. Und hier eigentlich kann ich auch... Wenn einmal der was gebaut hat, wie bekommt man das denn wieder weg? Wie kann ich denn wieder was wegbekommen, was ich mal gebaut habe? Geht das überhaupt? Ja, und jetzt kann ich auch hier oben weiterbauen. Alter, wie geil ist das? Wie fucking geil ist das? Ich baue mir ein zweistöckiges Haus. Nur das Blöde ist halt eben hier. Seht ihr das? Das ist halt scheiße so. Das gefällt mir nicht. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier unten noch was hinmache. Moment. Geht ja nicht, weil das da ist, ne? Warte mal.
Eins nach hier müsste doch noch gehen. Wie kann ich denn Sachen kaputt machen? Kann ich einfach draufhauen und es kaputt geht? Dass es kaputt geht, geht das? Geht das? Warte mal. Nö, das ist da und fertig. Ist auch doof. Ja, hätte man halt davor überlegen müssen, was man baut. Abschnitt. Moment. So. Kann ich das nicht dazu bauen hier? Nö, ich kann das gar nicht bauen irgendwo hin hier. Da kann ich es hinbauen, aber irgendwie hier da dran bauen? Kann ich es nicht da dran bauen? Doch, hier könnt ihr es dran bauen. Das macht keinen Sinn. Aber hier kann ich auch dran bauen. Okay, jetzt werdet ihr sehen, was ich mache. Das wird vielleicht nicht viel Sinn machen, aber ich habe vor. Ich weiß selber nicht, was ich vorhab. Moment mal. Ja, ich habe vor, einfach hier dann Wände hochzumachen. Und dann da so einen Boden hinmachen, weißt du? Also Wände hoch und dann da so einen Boden hoch. Moment. Dann hier wieder so ein Floor. Schaut mal. Ah, kann ich nicht. Ich habe kein Holz. Scheiße. Ich brauche Holz. Ich brauche verfickt nochmal viel Holz. Sehr viel Holz. Verdammt viel Holz. Ich glaube auch, das werde ich dann ohne euch vielleicht machen. Dieses Craften. Einfach nur diese Sachen kaputt machen und so. Ich weiß nicht. Oder interessiert euch das? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so interessant ist, wenn ich einfach nur von Baum zu Baum gehe, umhau, Baum zu Baum, umhau, Baum zu Baum, umhau. Ich weiß es nicht, ob das interessant ist. Aber macht man eigentlich, ne? Macht man eigentlich. So. Aber das dauert so lang, weißt du? Das dauert echt lang, bis man das Scheißstück hier kaputt gemacht hat. Und bis man dann was bauen kann. Aber egal, ich baue mir das jetzt so, wie ich vorhabe. Ich will oben dann noch ein zweites Stockwerk machen. Ja? Ich will oben dann noch so ein cooles zweites Stockwerk machen. Das ist ja geil, dass das geht. Man kann sich echt einen Turm bauen. Aber woher so viel Holz? Da bist du ja 10 Stunden am Holzfarmen, Alter. 10 Stunden Holz, 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 Holz. Okay, aber ich baue meine Villa, wie ihr seht. Meine Villa wird langsam was. Das wird langsam was. So. Komm schon, kaputt machen. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das die ganze Zeit kommentieren soll. Einfach, ja, jetzt hau ich drauf, jetzt hau ich drauf, jetzt hau ich drauf. Nee, also für solche Spiele braucht man eigentlich ein Thema. Ja? Bei solchen Spielen braucht man eigentlich so ein Thema, wo man dann mehr über was labert. Und dann halt nebenbei noch so spielt. Aber nö, ich will mich auf das Spiel konzentrieren. Schau mal, wie cool das einfach aussieht. Das wird so geil aussehen. Ich freue mich schon voll. Schau mal, ob wir mit dem vielleicht noch was machen können. Habe ich ja sonst noch irgendwas, was ich benutzen könnte? Nö, Steine habe ich noch. Ja, mit Steine. Kann ich mit Steine? Nee, kann ich nicht, ne? Kann ich mit Steine Binde machen? Nö, wäre auch dumm. So, hier muss man zwar ein bisschen reinjumpen, aber ist mir egal. So. Moment, nein. Zurück. Hammer. So. Und jetzt kann ich. Nee, du musst hier hinten noch eine Wall machen. Also noch so eine Wall. Moment. Da brauche ich aber so eine richtige Wall. So. Die muss jetzt hier hin. Das zu zentrieren ist auch nicht immer so einfach. So. Dann muss hier noch eine Wall hin. Und dann kann man jetzt hier einen Floor machen. So, dann kann ich jetzt hier einen Boden machen. Schaut mal. Ist das geil oder ist das geil? Oh, mir fehlt ein Stick. Den hole ich mir schnell. Dann habe ich nämlich hier so meine Plattform. Weißt du? Geil. Ich bekomme ein zweites Stockwerk. Geiler Scheiß. Aber hier könnte ich dann eigentlich auch machen, dass man da so rein kann und da vielleicht noch irgendwas machen kann oder so. Aber ich habe halt einen scheiß Ort gewählt, um das zu bauen. Ja? Ich habe nicht den perfekten Ort dafür gewählt. Das ist halt auch doof. Ich hätte wirklich so eine Fläche nehmen müssen, die irgendwie so voll frei ist von allem irgendwie. Und da wäre das dann vielleicht besser gewesen. Anstatt hier. Aber egal. Macht ja nichts. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Driftwood. Schön. Und dann machen wir da noch zu. Und dann sieht es schon geil aus, muss ich sagen. Hier so rein. Dann mache ich dann oben hier dann auch noch natürlich noch so Wände. Oh, ich bin durch die Treppe durch. Passiert. So, komm. Hoch jetzt. Hoch. So. Wunderbar. Und dann kann ich hier jetzt nochmal einen Boden hinmachen. Dort ist ja Wahnsinn. Ich mache mir ein zweites Stockwerk. Einfach nur geil. Bam. Schau mal.
Wuhu! Geiler Scheiß. Ohne Scheiß, jetzt habe ich die doppelte Wohnfläche. Das ist geil. Jetzt kann ich auch hier noch so Wände machen, da und hin und her. Kann oben wieder was machen und so. Hier kann ich dann auch wieder, habe ich meine Aussicht und so. Geil. Ohne Scheiß, geil. Freut mich. Gut, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Und nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben. Hashtag, ich baue mir mein Traumhaus. Oder, ja, ich baue mir mein Traumhaus. Also ihr müsst dann schreiben, Helge baut sich dein Traumhaus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Danke fürs Zusehen. Ciao.